So, Felix Großschartner, hier im Sprint knapp den Sieg verpasst. Beschreib mal das Finale. Ich habe ein bisschen den Zug verpasst. Ich war wegen weiter hinten, wo die Beine schon vorne waren. Ich habe dann zum Glück oben drüber das Loch schließen können. Und wir haben dann echt gut harmoniert und haben gewusst, wir müssen zusammenarbeiten, weil doch jede Sekunde 10 Kopf fürs Gesamtklassement. Und am Ende hat einfach der Schnellste im Sprint gewonnen. Und ich bin jetzt froh für den zweiten Platz. Natürlich wollte ich gewinnen, aber ich denke, morgen das liegt mir ein bisschen mehr dann das Finale. Und beschreib mal die Steigung. Hier waren es ja dann doch 2 Runden. Das heißt, ihr konntet euch das Ding erstmal angucken, um dann zu wissen, okay, war dir klar in der vorletzten Runde, okay, in der letzten Runde wird es hier zur Sache gehen? Ja, also die Steigung an sich war echt eigentlich nicht so schwer, aber dadurch, dass die letzten 100 ein bisschen selektiver waren, denke ich, waren doch die meisten vorher schon ein wenig müde. Und ich habe mir nicht gedacht, dass es so zerreißt, ehrlich gesagt, dann, wie wir das erste Mal drüber gefahren sind. Aber ich denke, für mich war es ganz gut dann, dass es doch so zerrissen hat. Ja. Jetzt gab es auch ein paar Sekunden Abstand mit Blick auf Gesamtwertung. Gerade, du hast es angesprochen, morgen schwere Etappe. Wie blickst du da jetzt voraus? Ja, ich denke, wenn ich mich morgen gut fühle, kann ich da wirklich um einen Gesamtsieg kämpfen. Und das ist das Ziel, ja. Danke.